neue Geschäftsidee ist, nicht vom, vom Kai-Uwe zum Aslak, sondern vom Aslak zum Kai-Uwe und wieder zurück. Das als Buch. Und dann zu verfilmen. Du bist noch nicht so einverstanden. Doch. Ey, apropos Film. Mega Übergang. Dein Türken und ein Baby, da habt ihr mitgespielt. Und war das das erste Mal, dass ihr sowas gemacht habt? Wie ist das? In der Form schon, ja. Wie fühlt sich das an? Bock? Das ist geil, also du kommst da hin zum Set. Das ist einfach so ein Wagen, wo man sonst essen kann. Stimmt mir so korrekt. Dann ja, die haben extra so am Set immer so ein Catering-Wagen. Das ist schon was Spezielles, so oder? Eigener, da weiß man, okay, man ist wichtig. So ein eigener Wohnwagen, nur zum Essen. Und da habt ihr die ganze Zeit rumgehangen? Ja, da haben wir Salate viele gegessen, ja. Schon. Ja. Was für so... San Pellegrino trinken. So. Kann man mal machen. Natürlich. Aber war, also jetzt... Als Erfahrung, einen Film zu machen, ist das etwas, wo ihr sagt, scheiße, warum machen wir nicht einen eigenen Film? Daran denke ich jeden Tag, jede Nacht. Warum machst du einen eigenen Film? Wäre das ein Traum von dir? Hättest du Bock drauf? Dass es einen Kinofilm über dich gibt? Zu schreiben vor allem. Nee, nee. Über mich auf gar keinen Fall, sondern über andere. Warum? Ah, okay. Ja. Aber trotzdem, dass du mitspielst? Ja, auch. Also aber vor allem, schreiben. Weil im Augenblick wird gerade von Til Schweiger der Film über Crow gedreht. Oder also echt? Das, das jetzt ist doch viel zu alt, um Crow darzustellen. Ah, Maske. Nee, Crow spielt Crow. Der, okay. Der Schweiger ist der Regisseur, der macht das, meine ich. Ja, ah, oder Produzent. Oh. Oder was oder macht die Tochter von ihm? Die, auch die spielt auch Crow. Weil ist ja egal. Crow, Crow, ist ja egal. Ist ja egal. Crow kann ja jeder spielen in dem Moment. Der hat ja eine Maske auf. Genau. Ja. Irgendwann spielt auch mal der richtige Panda-Crow. Das merkt ja keine Sau. Also irgendwie so. Eigentlich ist das sogar der teuerste Teil des Films gewesen, einfach 8 Jahre lang den Panda zu richten, dass er einfach Deutsch sprechen kann. Also das war aber das, ja, das Geile ist, die haben den Panda jetzt fertig und der geht für Crow ab November auf Tournee. Aber Crow kriegt trotzdem die Kohle. Kennst du Tekken? Das Spiel? Ja, ist ja auch Panda. Ja, ich weiß. Und Känguru. Es gibt da auch, gibt es nicht sogar bei World of Warcraft eine ganze Rasse, die aus Pandas besteht? Ich weiß nur aus der Werbung, dass das. Ich auch. Ich auch. Ich bin zu schlau. Dafür bist du krass. Da, kennst du, wenn man nur so Sachen, so Bruchteile gesehen hat, aber so versucht, so mitzureden? So, Brudeletten. Die sind krass. Habt ihr schon welche getragen? Ich habe die nur gesehen, ich finde die so lustig und geil, ich will unbedingt welche haben. Ich finde, das ist mit Abstand die schönste Brudilette der Welt. Brudiletten haben wir alle getragen, als sie entwickelt wurden. Das war in so einem Laboratorium. Ja, das war so ein Laboratorium. Wo war denn in Tokio das Ding? Nein, Mann, jetzt übertreibst du. Da in Darmstadt bei der ESA. Okay. NASA ESA ist ja bestimmt ein Begriff. Genau, und da haben wir das gemacht. Da waren wir in so in der Forschungs-, da war auch so ein Windkanal. Ja, und dann haben wir erstmal von jedem Aslak die einzelnen die Fußform genommen. Vermessen? Vermessen, also, genau. Ja. Und dann hat man so von Ibrahimovic diesen langen Dings. Der kriegt dann natürlich so eine Brudilette, die so eine Aussparung hat. Die sieht ungefähr dann so aus. So, hier ist die Sohle. Es wird auch Add-ons geben. Für die Brudiletten, damit auch wenn du einen längeren Fußzehennagel hast, ja, und so weiter. Wir haben auch Brudi-Strümpfe gemacht. Willst du die mal sehen? Ja, unbedingt. Zeig mal. Ach, das sind diese hautfarbenen. Die fass mal meine Füße an. Auf gar keinen Fall. Ich habe nichts von den Fragen gestellt. Keiner ist. Ich habe so schlaue Fragen, sowas wie, warte, hey, wie groß ist die Rap-Szene in Frankfurt wirklich? Und seid ihr wirklich die Kings des Straßenraps? Habt ihr noch Beef? Aber pass auf. Mehr. Pass auf. Ah, nee, wir haben eine Random-Frage, die stellen wir ein. Ey, liest du das doch wirklich ab? Das sind 0,0. So, pass auf. Das ist unser. Mein Redakteur, also der macht keine Fußbäder, ich diskreditiere den immer so in der Öffentlichkeit, aber es ist ein ganz toller. Der hat, und wir haben eine Frage entwickelt, an der man ganz viel über Menschen lernen kann. Ach, okay. Und die ist also, ist eine, also ist, wir nennen sie die Abiturfrage. Das ist mega schlau. Hast du Abitur? Ach, ja, sicher. Da wo ich herkomme, der kriegst du es geschenkt. Der kriegst du es bei der Geburt. Weißt du, wie ich Abitur gefunden habe? Ich habe morgens die Tür aufgemacht. In den 90ern. Ich war, aber es war noch in den 90ern, als ich Abi gemacht habe. Wo macht, pass auf, jetzt mega schlaue Frage. Wo machen Cello und Abdi Urlaub? In der Heimat. In der Heimat? Das ist. Ton. In der Heimat. Ja, Gigi. Ja, aber wo in der Heimat? Das hat auch schon mal jemand gefragt, glaube ich. In der Heimat unserer Eltern. So, jetzt da. In der Heimat unserer Eltern. Also Bosnien, Marokko, ja? Genau. Wollt ihr, dass ich noch eine Haftbefehlfrage stelle? Alle nicken. Auf jeden Fall.
okay. Also, ey, wie redest du, Jiggy? Nee, pass auf, das ist ja so, wir reden ja gerade über Urlaub und sowas, aber die wollen immer so Sachen, dass man quasi das dann irgendwie so unterschneiden kann. Und so, hey, jetzt haben sie auch über Haftbefehl geredet, weil Haftbefehl ist wichtig. Ne? Das kann man immer verkaufen in den Überschriften und sowas. Also, für die Quote meinst du? Ja, für die Quote, für meine Quote. Ey. Für die Galerie. Wie geht's der? Die war ja lange krank. Wir haben mit Finger auf der Karte. Valerie. Jetzt hör doch mal auf! Valerie. Oder Galerie. Oh. Kennst du eine Valerie? Ich hatte eine in der Grundschule. Großer Valerie. Du hattest eine in der Grundschule? Ja, also die war mit mir, die war halb Ami und die hat immer von der PX. Kennst du PX? Gab's das bei euch in Düsseldorf? Mhm. Also bei uns waren die GIs. Ah, bei euch waren Engländer, ne? Ja, genau. Bei uns waren die Tommies. Die Tommies waren bei uns. Und die hatten das schöne weiße Futter. Bei uns waren die Sammies und die Johnnies. Und ja, auf jeden Fall. Und die Bobby und die Browns. Die Bobbys gibt's ja bei uns auch. Ach, egal. Weiter. Ja, und ist ja Valerie. Auch, ja, ist ja auch Valerie. Und auf jeden Fall. Valerie, Valera, komm. Die hat immer, die kam in die Klasse und gesagt, ja, was wollt ihr? Dann haben wir alle bestellt Cherry Coke, dies, das. Endlich Pizza. Die war ja Zuckerdealer. Die war so mäßig unser Dealer. Die hat uns den American Stuff gebracht. American Way of Life. Die war Doppelagentin, die hat mit so einem Arzt so für Diabetes und so hat die eigentlich so. Du kennst sie ja auch. Loco, Alter. 5 Jahre jünger. Wie geil hast du das gemacht? Du hast 5 Jahre übersprungen. Das finde ich mega gut. Ja, mega geil. Kennst du nicht Valerie Abler?